Hallo, servus, liebe Freunde, willkommen zurück bei Starbound. Der Beta, Alpha, Beta, Beta, Alpha, Gamma. Wir sind hier und wissen nicht warum. What? Was bist du denn? Ein Stinktier, ein Schwein, eine Schnorchel? Was bist du eigentlich? Ein Huhn, ein Affe, ein Hase? Ich weiß nicht so genau. In Starbound weiß man das nämlich nie so genau. Komm her, ich bin der Held vom Zitronenfeld, sag ich jetzt mal. Ne, weil alles andere wäre langweilig. Oh, ich bin gleich Chop Suey. Aber es kann nur einen geben. Und der heißt Professor Piep. Ne? Puh, das war ja wieder super knapp, ey. Drück ich mal die 6. Drück ich mal Verband. Schnabblabab. Was macht denn eigentlich mein Essen? Achso, Essen bringt ja nichts wieder. Das ist auch bescheuert eigentlich, oder? Saplings habe ich. Ja, wir können natürlich mal ein bisschen den Garten auffrischen hier. Mit ein paar Saplings. Blub und blub und blub und blub. Schubdidu, schubdidu. What, what, what? Was hab ich noch für Saplings? Die hier. Diese, jene, welche da denn kommen könnte. Schubdidu. So, was machen wir denn jetzt? Schwerthackfleisch aus diesem Gerät. Hör mal hier, hör mal! Ach, der macht mir gar nichts. Ich schnapp alles zurück. Hau mal ab. Geh weg. Komm her! Komm her! Und geh weg! Das ist wie Alien. What? Chop Suey, mein Freund. Könnte ja jeder kommen. So, das sind irgendwelche Saplings. Frag mich nicht, warum die so aussehen. Die verändern sich aber noch. Oh, da hab ich verletzt, Mutti, Mutti. Upsala, jetzt hab ich so beide getroffen. Ja, ich hab die mal eben mitgenommen. Guten Tag auch. Ja, so ist es, liebe Freunde. So geht's nämlich ab hier in the house. Da fällt mir gerade was ein. Ich könnte ja mal, ich glaube, hier ist aufnahmetechnisch, müssen wir mal eben hier gucken. Upsala, da bin ich wieder. So. Back to the... Was war das denn? Sah ich hier ein Monsterlein? Ganz allein. Armes Schwein. So. Ich nehme eine Axt. Hua, Ninja! Ja, das geht natürlich flott, das sieht man sofort. Guten Tag, die Herren, lassen Sie sich mal nicht stören, da hinten beim Quaken. Schubdidu, ich holz mal kurz all die vielen Rosen ab. Geh weg. So weiche von mir, Satan! Wo sind meine ganzen Dinger hin? Kann man eigentlich auch Fallen bauen? What? Hast du gefurzt? Nee, er hat irgendwas gekackt, geschissen, gekotzt. Ich weiß nicht so genau. Ich geh jetzt mal hier runter. Das ist mir alles zu dangerous hier. Schubdidu, was sammle ich da eigentlich ein? Kopper. Was soll ich mit der Scheiße eigentlich? Da packt mich ja glatt die Sammelwut. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Ich bin doch auch reingekommen. Dann geht doch. So, was wollte ich machen? Axt. Zabusch. So, wir haben auch jede Menge Saplings bekommen. Das heißt, wir können hier frisch wieder alles besamen quasi. So, setzen wir einfach mal so ein paar Dinger hier hin. Die kann man auch nicht überall hinsetzen. Nee. Jo, das muss natürlich von der Entfernung auch wieder passen. Ist auch klar. So, haben wir hier noch andere.
Wo kann ich das denn hinpflanzen, das Ding? Kommen Sie doch mal bei hier. Ups. Da ist wieder so eine Kröte. Hier ist übrigens auch irgendwas in der Höhle, in der Erde. Außer eine Spinne, meine ich. Und ich glaube sogar, Kohle war doch Treibstoff für unser Raumschiff. Ich habe noch nie ein anderes Raumschiff gefunden. Ist das spannend, dass das schon mal jemand erlebt? Tell me about. So, wollen wir uns der Spinne nähern? Nee, eigentlich nicht, ne? Spinne ist ja doof. Ist ja ein relativ doofes Tier so. Dann nehme ich doch mal eben meine Axt. Lupp, da rieselt eben mal ein paar Pixel runter. Das kann ja mal vorkommen. Geh weg, komisches froschähnliches Tier, du Alien halt. Ah, guck mal, hier schlüpft schon langsam so ein Bäumle. Oder was auch immer das werden soll. What? Das sind die Dinger, die wir gesät haben. Die sind ja fleißig gewachsen. So, ich pflanze mal ein paar mehr. Wie sind die bis in mein Haus geflogen, oder was? Übertreib. Ich komme da eh nicht mehr hoch, glaube ich. Toll. Toll. Arschloch, Arschloch. Komm her, du. Was kann ich eigentlich machen jetzt? Ja, was macht man eigentlich das Ding, was ich überhaupt machen soll? Wo ist es denn? Ja, 57, das ist natürlich nix. Silber habe ich noch gar nicht gefunden und Iron fehlt mir noch eins. Na super. Und wieso fallen denn da Spinnen vom Himmel? Weiche von mir, du Satan! Ich klicke auch in die falsche Richtung. Ich denke eben so, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Ich bin 57 Pixels und gestorben. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man stirbt. Was hatte ich? 57, glaube ich, ne? 38. Das ist ja ein teurer Spaß, hier einfach mal zu sterben. Das ist nicht lustig. Das tut mir weh. Na gut, Lisbeth. Bist du eine feindliche Kröte? Hast du nochmal Glück gehabt, du? Was seid denn ihr? Das sind die, die Anlauf nehmen, oder? What? Gehen sie kacken, ey. Hauen sie ab. Ausgetrickst, ausgetrickst. Da laufe ich doch mal weg. Wieso wird's denn eigentlich gerade Nacht? Meine Herren, hier wird's auch noch so schnell Nacht. Ich habe ja gehofft, ich finde mal was Spannendes. Flupp, war er wieder weg. Und aus 57, 39, 38, was auch immer, werden noch weniger. Ich sehe schon, wir kommen richtig voran, Kinder. Geil, oh Mann. Wir sind ja gut dabei. Ja, 25. Vielleicht kann ich die irgendwie hier wegsperren oder so, vielleicht so lang. Was für eine Scheiße, Mann. Gross Bolt Bulb. Was auch immer das ist. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Boah. Dafür sind die Rosen gewachsen. Und das nicht zu knapp. Oh, guck mal, hier oben liegt immer noch mein Zeug rum. Und hier drüben die. Sind auch gewachsen.
Schuppidupidu. Hallo, oh, Spinnen. Upsala, habe ich außerdem den falschen gehauen. Schatnitzel. Oh, da ist so ein Pixel. Ich will den Pixel. So. Schubdidubdidubdidu, schubdidubdidubdidu. Wo will eigentlich das Schwert mit mir hin? Puh, das ist ja ganz schön actionlastig hier, du. Meine Fresse, ob das was für meine alten Tage noch ist, du. Springen ist aber das Schlimmste. Wieso komme ich hier nicht durch? Was ist denn das für ein Fehl? Ich kann auch hier dieses Ding gar nicht hochjumpen. Vor allem kann ich mich ducken. Ich weiß gar nicht wozu. Nützt mir doch gar nichts. Gehen Sie mal weg. Wenn ich sage, gehen Sie weg, gehen Sie halt auch mal weg. Ich bin ein Ninja, wer seid ihr? Was ist denn das, Koppe? Was ist das hier? Wow, ich dachte mir sowas schon. Ich befürchtete es fast. Kann ich einfach einsammeln? Ihr glaubt es nicht, Kinder. Was sind das für Spikes da oben eigentlich? Da kommen hier kleine Totenköpfe raus. Das ist ja lustig. Was ist das hier oben? Ich spring mal kurz, Moment. Alter. Da nehme ich doch glatt mal mein Abbau-Lasergedönsgerät. Aber mal eine Frage, was mache ich denn jetzt bitte hier? Soll ich mich jetzt hier durchschreddern oder was? Oder ich könnte mich natürlich oben rumschreddern, aber das scheint mir zu gefährlich zu sein. Meine Herren, da bist du ja auch beschäftigt. Gut, nehmen wir Erde, nehmen wir den Erdeweg. Der geht halt schneller, ne? Schwuppdidu. Guten Tag. Stehen wir hier weiter, hallo? So, Fatih ist draußen aus der Hölle. Was gibt's denn hier? Du bist doch ein Piranha oder sowas. Du siehst doch jetzt schon scheiße aus, das sehe ich doch schon. Wo ist mein Schwert? Guten Tag, Herr Fisch. Sind Sie lieb? Hm, okay, eigentlich war er ja lieb. Was eine Rose hier? Was eine Rose? Oh, schon wieder so ein Nervtöter hier. Chop Sui und so. Oh, mein Pixel. Hallo. Schande. Hey, Spider-Man. Oh. Muss ihn nur wegschlagen. So. Das hätten wir da mal geregelt. Von Mann zu Mann quasi. So, dann holen wir uns mal das Kopper hier. Das uns ja quasi hier schon zu Füßen liegt, würde ich sagen. Das nehmen wir natürlich jetzt mal mit. Die Frage, gehe ich dann oben weiter? Oder schredder ich mich hier eben durch? Ich glaube, ich schredder mich hier eben durch. Und versuche mal wieder nicht zu sterben.
Deswegen kann man wahrscheinlich auch Packed Dirt machen, damit man die Scheiße nicht so viel im Inventar tragen muss. Oh, da kommen Steine, da müssen wir eben hier mal ein Hüpferchen machen. Ein Hüpferchen! Meine Herren hier. Auch Verblödungsspiele sind das hier. Ich merk schon. So, dann werden wir mal dieses lila schwule Planetenärtchen hier abbauen. Muss mein Schwert. Schon wieder so eine Nummer hier. Ah, da hängst du aber fest, Spinne, wa? Ich dir den Bogen wenigstens in die Birne schießen. Was habe ich getroffen? Ja, nett. Was ist das hier eigentlich? Ein Schatz? Tingeling! Steel Drum, was auch immer das ist. Silver Ore. Ein Crappy Hacker. Und eine Bassgitarre. Das sind natürlich Sachen. Ich will den ganzen Schatz haben. Ich glaube, das Vieh macht Ärger. Geh weg. Oh, so Hascha-Glocke gehabt haben. Oder war das der, der Ärger macht? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, der war's. Weiche von mir! Satans Brunst! Ah, ich falle! Ah, ich falle! Meine Herren, hier geht's aber auch bergab. Du bist eine liebe Kröte, gell? Gewesen. Okay, dann nicht. Boah, sag mal. Was ist denn das für ein Berg hier, bitte? Rosen! Oh, da unten gibt's Pixels. Trau den Frieden hier nicht. Und da ist wieder Spider-Man am Start. Ich mach mal lieber eine Heimreise hier. Wobei, man könnte ja mal gucken, was sich hier so verbirgt. Ich find's geil, dass er hinten dran Blocks abbauen kann. Schatz. Schatz, was gibt's denn hier? Platinum, Fackeln, ja und Wobbly Stick Two-Handed. Was gibt's denn hier noch? Lecker. Guck mal hier, das kann ich irgendwie nicht nehmen. Zing. Man muss sich hier schon genauestens umschauen. Merke ich gerade. Oh, geh weg, ey, geh weg. Ich sehe doch nichts. Ich hau einfach drauf. Komm her. Wart eigentlich friedlich, oder? Wusste ich doch, da war was. So, dann gehen wir doch mal eben hier hoch. Ich versuch's zumindest. Ist gar nicht so leicht, wie es so leicht ausschaut. Achso, die Kiste können wir noch mitnehmen. Plopp, schon hatten wir auch so eine Kiste dabei. Warum zur heiligen Scheiße ist denn eigentlich wieder dunkel? Aber man kann einen guten Trick machen. Sobald man draußen ist, kann man sich nämlich heimporten. So. Wir können ja mal hier in unser Ship gehen. Wir haben ja kein Fuel, aber wir haben 30 Kohle. Und legen die mal da rein. Und siehe da, das gibt 60 Fuel. Das blitzt da mal so komisch auf. Ich weiß nicht, wozu das ist. So. Was können wir denn mal hier reinbunkern? Eigentlich nix. Andere Frage, diese komischen Zavlings, die zum Beispiel braucht ja auch kein Mensch, ne?
Nicht so wirklich zumindest. Was denn eigentlich, was hat's denn eigentlich? Was macht denn das Schwert? DPS 4 und dieser komische Stock macht DPS 9 übrigens. Ja? Dann nehmen wir doch mal das Speerchen in der Hand. Der macht auch 9. Damage per Swing 7 und Damage per Swing 9. Swing Speed 0,9. Das ist ein bisschen schneller. Ah, krasse Scheiße. Was man nicht alles wissen muss. So, Warp to Planet. Hier ist mittlerweile Tag. Sehr seltsam, aber ist so. die Rosen. Hast du mal einen Gatte hier, du. So, dann nehmen wir mal ein bisschen was von dem Kram hier. Das nehmen wir mal eben raus. Schmelzen das mal. Das tun wir damit bei. Was ist das hier? Ach, Platinum. Rote Beete hier quasi. Was neigt das? Es Deal Drum, let's make some noise. Okay, und wenn du das sagst, ey, dann wird das wohl so sein. What? Ich kann Musik machen. Play. Ja, bitte wieder. Da wisst ihr aber Bescheid, wa? Angels we have heard. And the band name. Play solo. Awake sweet love, play. Das sind die Ogg-Files übrigens, die wahrscheinlich da rumfliegen. Ich habe nämlich gesehen, in dem Ordner fliegen irgendwelche OGG-Files rum. Das wird das wohl sein. So, wir haben geschmolzen jede Menge Kupfer. Dann schmelzen wir auch noch Silber. Und ich glaube, dann haben wir sogar unser Soll erfüllt. Essen können wir auch noch machen. Cook it, baby, cook it. Yes, we got it. Ja, jetzt könnte man natürlich auch noch hier so eine Kiste hinmachen und so, aber wozu? Wir gehen mal an das Crafting Table. Ja, wo ist es eigentlich? Distress Beacon, was fehlt mir denn da? Silver Bar, immer noch, und ein paar Pixels. Ja. Ah, rot. Oh, ich bin ja ein Ninja. Was mache ich da? Was mache ich denn mit dem Ding? What? Das ist ja abgefahrene Waffe. Oh, ich sterbe gleich. Nein, das möchte ich nicht. Das. Ach, das kann nur nach rechts oder links stechen, das Ding. Mal auf die Hütte. Okay, 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 alles klar. Was habe ich hier eigentlich noch? Platinum-Ohre. Hä? Iron Bar? Silver Bar. Ich habe doch Silver Bars. Reichen die nicht, oder was? Was ist denn das Scheißding? Hm. Doch, reicht alles. Ich brauche noch zwei von den Dingern. Ja, leg mich fett, Onkel. Dann machen wir noch eine Bandage. So, hauen uns die Bandage mal rein. Damit wir wieder fit sind. Für den nächsten Überfall. Speer in der Hand. Was macht denn der da eigentlich? Habe ich 150 Pixel? Nein, habe ich nicht. Warum? Weil ich ein friedlebendes Wesen getötet habe, oder was? Leck mich doch. Am Zwirn, du! Jetzt finde ich nichts. Sonst, wenn du kein Vieh brauchst, dann wirst du quasi von denen penetriert. Spider-Man ist da. What? Boah, das ging ja schnell. Ja gut, das Schwert hat auch ein bisschen mehr DPS. Das Speer. Aber ich kann mit links und rechts speeren. Wo ist denn das andere Vieh? Weggesperrt. Haha, weggesperrt. Sehr gut. Vorspiel. So, ich habe so schön lila Pflänzchen hier gedingst. Flop. Zugemacht das Teil. Was macht mein Beacon?
What is this? Lalalal, distress beacon? Who knows who might hear it? Kraft. Punkte 500. Bam, bam, bam. Space Reward. Ja. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, die sinnloseste Geschichte. Ich kann alles abbauen. Ne? So die wesentlichen Sachen. Und kann die Tür öffnen, rausgehen und mich hochbeamen. So. Schubdi-dubdi-dubdi-du. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen können. Wir haben noch nicht so viel Fuel. Wooden Blanks. Die können wir wohl nicht verheizen, offensichtlich. Platinum. Man kann... Gitarre ist auch geil. Man kann aber offensichtlich verschiedene Dinge verheizen. Also irgendwas habe ich neulich noch da reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, wozu ich dieses Distress Beacon brauche. Was ist denn mein Quest? In progress. Completed. Failed. Nix. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ins Raumschiff. Da bin ich gerade, oder was? Alpha, ja genau. A und nicht A. Das ist Forest und das ist Snow. Threat Level 1. Dann machen wir doch mal Set Home. Okay. Und fliegen doch mal hier hin. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich nehme mal meinen Zauberspeer. Was hatte ich eigentlich noch für eine Waffe? Ach, den komischen Hammer. Hammer! Kommen Sie mal her mit dem Hammer. What? Der ist cooler. Alles klar, ich sag danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Hinterlasst ein paar Kommentare. Ich drehe ja immer mehrere Folgen auf einmal, also nicht wundern. Jetzt machen wir wieder so einen Commercial Break für die Werbung. Und bis zum nächsten Mal in Starbound. Bis dann, vielen Dank, ciao.